Trader 2018. Bei mir ist Melanie Vogelbacher. Sie ist Geschäftsführerin von Q-Division, ein Intent-Data-Anbieter. Melanie Vogelbacher hat auch gerade eben ein Panel moderiert. Da ging es um kooperative Marktmodelle im Bereich Publishing. Und da frage ich einfach, was ist dir denn da besonders, hallo Melanie erstmal, was ist dir denn da ganz besonders aufgefallen bei den ganzen Antworten, bei den Panelisten, was sie so gesagt haben? Abgesehen davon, dass ich finde, dass es das spannendste Panel war am ganzen Tag. Ich denke, das ist das Thema, was jeden Anbieter und die Buy-Side, die Sell-Side und die Nutzerperspektive betrifft. Was mir aufgefallen ist, dass wir zwar über Visionen diskutieren, dass es doch an echten, handfesten Lösungen im Moment noch mangelt, dass auch in Deutschland da sehr viel Angst auch mit dabei ist, dass wir sehr in Unternehmenssilos auch noch denken. Jan Oettjen hat es sehr schön gesagt, er hat gesagt, dass wir in Deutschland immer unter Druck stehen, Geld verdienen zu müssen. Das heißt, jedes Modell und auch jedes kooperative Modell muss zeigen, was hinten raus abwirft. Da sind die Amerikaner anders, da werden Modelle erstmal gestartet und hinten raus wird überlegt, wie man daran verdienen kann. Ich denke, es ist ein wichtiger Zeitpunkt, dass wir jetzt ganz dringend über das Unternehmen hinaus denken, um für den Markt eine Lösung zu finden, die dient. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das kommt mir eigentlich in allen Diskussionen zu kurz, ist wirklich diese Nutzerperspektive. Wir diskutieren sehr aus Anbieterperspektive, ob das jetzt die Sell-Side ist oder die Buy-Side aus Werbekundenperspektive. Aber auch der Nutzer sollte ein ganz starkes Interesse daran haben, nationale Anbieter zu stärken. Es kann nicht im Interesse von uns allen sein, dass unsere Daten Apple, Facebook, Google, Amazon gehören. Es ist nicht gut, wenn diese Daten so zentral in der Hand liegen. Wir haben leider ein Vertrauen, dass die Menschen, die die Daten haben, damit ordnungsgemäß umgehen, aber wir wissen es nicht. Und unsere Generation, glaube ich, hat da nicht die entsprechende Betroffenheit. Ist das nicht auch ein bisschen Bequemlichkeit bei den Menschen, bei den Nutzern, dass ihnen das letztendlich doch egal ist? Ich denke, wir sind opportun und wir sind auf Convenience aus. Das, was uns die Dienste ja bieten, ist ja sehr komfortabel. Der Zugang zu Informationen ist uns persönlich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass Nutzer auch zu wenig aufgeklärt sind und zu wenig auch aus der Vergangenheit, aus historischer Vergangenheit referenzieren, was es bedeuten kann, Daten so zentral an ein paar Unternehmen zu hängen. Und jetzt gab es in den Medien ja doch schon einiges zum Thema Datenklau, Facebook, Scala und so weiter, was ein bisschen aufrüttelt. Aber ich denke, wir müssen die User in den ganzen Überlegungen, die wir haben, viel stärker einbeziehen. Du warst natürlich stark involviert als Datenanbieter, wie ihr die DSGVO, GDPR umgesetzt habt. Wie ist es denn damit gelaufen? So einfach war das nicht. Einfach war es nicht. Ich muss sagen, es hat uns sehr viele Monate sehr beschäftigt. Wir sind ein Datenanbieter, das heißt, wir haben 150 Publisher, die uns Daten zuführen. Wir haben sie sehr stark an die Hand genommen, um durch diesen Prozess zu führen. Es war anstrengend, wir haben es jetzt geschafft. Ob jetzt das auch alles so hält, wird es ja jetzt die Rechtsprechung erst zeigen. Und das war auch das, was uns am meisten beschäftigt hat, diese Rechtsunsicherheit, dass man im Vorfeld gar nicht wusste, wie das auch wirklich ausgelegt werden wird. Es hat in gewisser Weise auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe selber auch sehr viel gelernt. Also nicht nur mit dem, was wir mit unseren Daten selbst tun, sondern auch rechts und links in der ganzen Wertschöpfungskette mal den ganzen Prozess durchzuholen, ist sicherlich ein sinnvoller Akt gewesen. Aber die Herausforderungen kommen erst. E-Privacy und Co. Du sagst es gerade, E-Privacy-Richtlinie, also nach der DSGVO ist vor der E-Privacy-Richtlinie. Ist euer Geschäftsmodell dadurch sogar gefährdet? Na, alles, wir sind alle gefährdet, unsere ganzen Geschäftsmodelle sind gefährdet. Und natürlich ist es jetzt das Ziel, auf einen Consent hinzuarbeiten. Darum gibt es solche Initiativen wie NetID, wo wir uns auch engagieren möchten. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als diesen Consent einzuholen. Ich muss ganz klar sagen, ich finde den rechtlichen Rahmen nicht gut. Ich denke, jeder Nutzer wäre besser bedient gewesen, wenn Anbieter einwilligungslos hätten arbeiten können. Man muss ganz klar sagen, jeder Anbieter, es gibt einen klaren gesetzlichen Rahmen, was ich mit Daten machen darf und wer nicht. Wenn ich mir die Mühe machen muss und eine Einwilligung einhole, dann werde ich mir mehr sichern, als ich es ohne Einwilligung tun würde. Und insofern ist das für den User keine gute Rechnung. Ganz kurz nochmal zu deinem Unternehmen, wo du arbeitest, Q-Division. Um welche Daten geht es da überhaupt, die ihr da sammelt? Das, was wir machen, ist harmlos im Vergleich zu dem, was andere tun. Wir haben 150 Webseiten als Datenpartner. Das sind Online-Shops, das sind Preisvergleiche. Das ist überall dort, wo ein Nutzer ein Kaufinteresse zeigt. Und wenn du dich dort für eine Waschmaschine interessierst, wird von mir mit einem Cookie markiert. Und ich gebe jetzt einem Hersteller von einer Waschmaschine die Möglichkeit, genau den Nutzer zu erreichen, der jetzt auch Kaufinteresse hat. Das ist ein sehr klarer Buying-Intent. Das sind harte Daten, die müssen nicht hochgerechnet werden, nicht profiliert.
werden. Und ich weiß auch über den Nutzer nichts, außer dass er sich für eine Waschmaschine interessiert. Das sollte dem Werbungtreibenden genügen. Und das ist auch das Maximum, was ich von dem Nutzer haben will. Mehr möchte ich über ihn gar nicht wissen. Und wie geht das dann ganz praktisch jetzt später mit der NetID? Werden dann sozusagen die Cookie-Daten umgeformt und dann in die NetID zugeordnet? Wie ist da die Planung? Naja, es geht darum, dass man den Consent, den wir auch jetzt schon teilweise einholen, das heißt, wir haben jetzt schon einige Datenpartner, die mit Opt-in arbeiten, das ist natürlich auf diese Plattform beschränkt und ich kann mir den Consent auch nur in einem Cookie merken. Das ist natürlich nachteilig, weil ich auch den Nutzer immer wieder penetrieren muss, mir seinen Consent wieder neu zu geben. Da ist es naheliegend, diesen Consent an einen Identifier zu hängen, den ich auch auf mehreren Webseiten auslesen kann und dann auf diesen Consent referieren kann. Also das hat einen großen Vorteil auch für den Nutzer. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Tiefe der GDPR. Und zwar seid ihr, da gibt es ja diesen Begriff der Prozessoren und der Controller. Was seid ihr dann? Controller, Prozessor? Wir sind Joint Controller gemeinsam mit dem Publisher. Wir haben sehr viel Einfluss auf das, was wir tun. Es ist natürlich in enge Zusammenarbeit mit dem Publisher, aber wir tragen da die Verantwortung genauso mit. Okay, vielen Dank für die Antworten. Gut.